Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute haben wir Samstag und wir erledigen gerade unser Wochenendeinkauf. Diesmal lassen wir die Michelle und der Patrick unsere Einkäufe zu erledigen. So meine Lieben, unser Wochenende-Einkauf ist schon erledigt. Wir packen jetzt alles ein und fahren nach Hause. Und zu Hause werden wir euch zeigen, oder besser gesagt, Michelle wird euch zeigen, was sie für diese Wochenende eingekauft hat. So meine Lieben, wir sind jetzt zu Hause angekommen und jetzt zeige ich euch, was wir gekauft haben. Der Papa ist mein Assistent, er gibt mir die Sachen. Okay, dann legen wir los, oder? Ja. Okay. Als erstes zeige ich euch die Kekse Messino. Die haben Orangengeschmack. Dann haben wir noch Kirschen gekauft, weil die essen wir alle sehr gerne. Danach habe ich noch die Double Lollis gekauft, weil die Mama und die Lüse und die Lara essen sie sehr gerne. Fitzers habe ich auch zweimal gekauft, die schmecken sehr gut. Als nächstes zeige ich euch die Pepsi, die trinken wir alle auch am liebsten. Wir haben dann noch Orangensaft gekauft, weil uns das allen sehr gut schmeckt. Toastbrot haben wir auch noch gekauft. Dann haben wir noch Extrawurst gekauft. Die Lara und die Luise essen sie immer in der Früh. Dann habe ich mir noch Brunch gekauft, weil ich Brunch gerne auf dem Brot esse. Dann haben wir noch Bananen gekauft, weil wir Monkeys sind. Gouda-Käse habe ich noch gekauft. Das essen wir alle auch noch zum Frühstück. Babybell habe ich dann auch noch für mich und die Lara gekauft, weil wir das sehr gerne naschen. Und ich gehe ja jetzt in die Schule, deswegen nehme ich mir immer ein Babybell mit. Dann habe ich noch viermal Haselnussmilch gekauft. Die trinken wir und essen wir zu den Cornflakes. Dann habe ich noch Barista-Milch gekauft für Mama und Papa, weil sie das immer zum Kaffee trinken. Dann habe ich mir noch Toastschinken gekauft. Ich gebe mir das gerne auf Brot und die Lara und die Luise essen das einfach mal nur so. Da wir auch Obst sehr gerne essen, haben wir noch Nektarinen gekauft. Dann haben wir auch noch Himbeeren gekauft. Die essen wir auch alle sehr gerne. Dann haben wir noch zwei Avocados gekauft. Das isst der Patrick gerne zum Frühstück. Sehr gut. Dann haben wir noch zwei vegane Schokoladen gekauft für Patrick. Einmal haben wir Marzipan und hier haben wir Kakao. Dann habe ich noch Zwiebeln gekauft, weil ich gesehen habe, dass wir keine Zwiebeln mehr haben. Dann habe ich noch Nutella gekauft, weil ich liebe es, Nutella auszulöffeln. Dann haben wir noch eine Melone gekauft, weil alle auch Melone sehr nahrig sind. Wir haben letztes Mal auch Melone gekauft, der hat wirklich sehr gut geschmeckt. Und diesmal haben wir nicht Nein sagen können. Und deswegen noch eine Melone. Ups. Aua! Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Dann habe ich mir noch die Oreos ausgesucht. Die esse ich auch sehr gerne am Abend. Ja, also ich esse das auch sehr, sehr gerne. Nicht nur die Kinder, also man kann nicht nur die Schuld auf den Kinder schieben, sondern ja, also das entsteht auch von irgendwas. Ja. Dann habe ich mir noch Maxi King gekauft, weil die schmecken viel besser als Milchschnitte für mich. Dann habe ich noch Schokofresh gekauft, die sind immer am schnellsten weg. Das sind auch meine Favoriten eigentlich. Das ist ja auch sehr, sehr gerne. Deswegen sind die auch schnell weg. Ich meine, viele sind auch nicht drinnen, nur 5 Stück.
Der Papa wenn man, ist drei Stück am Tag. Wenn man nicht schnell dran ist, man findet nur die Verpackung im Kühlschrank. Dann habe ich noch dieses Schwein gefunden, das hat mich sehr überzeugt und dann wollte ich das für Amy und Sophie holen. Sophie? Schau die Waffe an. Maxi, Maxi, Maxi. Aber wir müssen das Plastik mal runtergeben. Ja, warte kurz. Die Sophie ist schon voll verrückt. Da habe ich mir auch noch Milka-Pralinen gekauft. Dann habe ich noch ein Lichtschwert. Nein, Spaß. Dann habe ich noch eine Gurke. Und die esse ich und der Patrick immer zum Frühstück. Entweder haben wir einen Salat oder zu einem Brot. Dann haben wir noch Haferflocken gekauft. Natürlich haben wir auch an die Küken gedacht. Dann haben wir noch Sonntagsbrötchen gekauft. Dann habe ich noch Salat gekauft. Weil der Papa macht mir manchmal, wenn ich von der Schule komme, einen Salat. Marillen habe ich auch gekauft, da uns die Marillen auch sehr gut schmecken. Dann hat der Patrick sich noch vegane Sahne ausgesucht, weil er heute was mit Papa kochen will. Dann haben wir noch Mandelschnitte gekauft. Falls ihr noch nicht gewusst habt, sind die vegan. Warte. Ja, jetzt kann man es sehen. Da steht's. Achso, ja. Dann habe ich noch Dinkel gepufft gekauft, die sind süß und die kann man als Cornflakes essen. Dann haben wir noch Tomaten gekauft, das esse ich immer zum Salat auch dazu. Also komm hier. Das war's auch schon, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen und Daumen hoch da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!